kurzes Update zum Brand hier in der Rheingoldhalle. Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle. Es brennt nach wie vor in der Dachkonstruktion der Rheingoldhalle. Schwerpunkt der Arbeiten der Feuerwehr ist derzeit nach wie vor die Öffnung der Dachkonstruktion, um an den Brandherd zu gelangen und das Feuer vollständig zu löschen. Können Sie mir schon was sagen, wie groß die betroffene Fläche ist? Man sieht ja das Dach der Rheingoldhalle steht, Gott sei Dank. Zur Brandursache, aber auch zur Schadenshöhe und zum Schadensumfang, da bitte ich um Verständnis, kann ich zur aktuellen Situation nichts sagen. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt und sobald das Gebäude dann auch für die Brandursachenermittler zugänglich ist, werden die ihre Arbeit aufnehmen und dann wird dann auch entsprechend ermittelt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich dazu keine Aussagen machen. Wird gerade von innen gelöscht, weil außen sieht man jetzt ja nicht mehr so viel? Also Feuer ist unter Kontrolle, es brennt nach wie vor und die Feuerwehr ist derzeit dabei, die Brandbekämpfung von außen als auch von innen vorzunehmen. Das bedeutet, es werden sich Zugänge verschafft, von außen beispielsweise Öffnungen in die Dachkonstruktion, aber auch von innen die Dachunterkonstruktion so zu öffnen, dass man an die Brandherde rankommt. Sie sehen es, wenn Sie rüberschauen, dass jetzt schwerpunktmäßig auch Schaumittel eingesetzt wird. Aufgrund der besonderen erstickenden Löschwirkung vom Schaumittel ist das jetzt das Mittel der Wahl der Feuerwehr. Hat der Brand in irgendeiner Form auf die Innenräume übergegriffen? Auch das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Vorsorglich wurde die Rheingoldhalle heute für den anstehenden Kongress geräumt. Der Kongress findet an anderer Stelle statt. Mehr kann ich dazu an der Stelle noch nicht sagen. Wie gesagt, die Löscharbeiten laufen und da bitte ich einfach um Verständnis, wenn die Löscharbeiten abgeschlossen sind, dann kann man sich auch ein genaues Bild über den Schadenslage machen. Welcher Kongress ist denn betroffen? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie Mainz Plus fragen. Ist es richtig, dass da hinten Teile eingestürzt sind? Ich kann bestätigen, dass Teile des Dachaufbaus, der Dachkonstruktion eingestürzt sind und die Feuerwehr in den Bereichen ebenfalls sich Zugänge verschaffen, das Feuer zu löschen. Man muss aber da differenzieren, es ist nicht das Dach eingestürzt, sondern eine Dachkonstruktion, ein Dachaufbau, eine Holzbauweise, die oben auf der Betondecke draufgebaut ist. Die Betondecke selber ist nicht eingestürzt. Das ist aber ein harter Rückschlag sicherlich für die Sanierung. Auch das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Ja, aber ich bitte darum, dass wenn die Löscharbeiten abgeschlossen sind, man sich ein genaues Schadensbild machen kann, erst dann können wir konkret die Auswirkungen beziffern. Dafür ist es jetzt einfach noch zu früh. Da bitte ich um Verständnis, die Feuerwehr ist bei den Löscharbeiten und erst wenn das abgeschlossen ist, kann dann alles weitere festgestellt werden. Aber Herr Ebling scheint das ja heute Morgen schon gesagt zu haben. Mit dem Ich bitte um Verständnis, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zur Schadenshöhe, Schadensumfang als auch Sanierungs- und Reparaturarbeiten mache. Dafür ist einfach noch zu früh. Hat es Messungen gegeben in Sachen Schadstoffe? Es wurde vorsorglich die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen, insbesondere zu Beginn des Brandes war eine sehr starke Rauchentwicklung hier vor Ort, sodass vorsorglich die Bevölkerung gebeten wurde, Fenster und Türen zu schließen. Es finden auch kontinuierlich Luftmessungen statt. Bisher ist da keine Gefahr bekannt. Trotzdem, die Arbeiten dauern weiter an. Das Feuer brennt noch, ist zwar unter Kontrolle, ist aber nicht vollständig gelöscht. Von daher halten wir einfach diese Warnung aufrecht, weil je nach Fortschritt der Löscharbeiten und zusätzlicher Dachöffnung kann es mal mehr und mal weniger Rauch sein. Sollte es so sein, dass wir Entwarnung geben können, geben wir das über die entsprechenden Kanäle dann noch bekannt. Wie lange die Rheinallee noch gesperrt ist, es ist schwer abzuschätzen, aber was man sagen kann, ist, bis das Feuer vollständig gelöscht ist, wird sicherlich noch ein paar Stunden dauern. Können Sie einmal allgemein beschreiben, was die Rheingoldhalle bedeutet für Mainz, also für Leute, die nicht aus Mainz kommen? Rheingoldhalle ist natürlich eine wichtige Veranstaltungsstätte für die Landeshauptstadt Mainz. Hat erst kürzlich den 50. Geburtstag gefeiert. Viele Kongresse, viele Tagungen finden dort statt. Sodass es uns auch alle sicherlich ein Stück weit betroffen macht, dass es dort gebrannt hat. Aber nochmal zu den Auswirkungen des Brandes auf Veranstaltungen, auf die aktuelle Sanierung. Da ist es einfach noch zu früh, um da jetzt aktuell was sagen zu können. Dankeschön. Gut, Dankeschön. Ja. Ist geplant, dass wir nochmal oder ist ab jetzt? Ah, gute Frage. Ja, ich habe es mir auch bestimmt. Ja. Wir haben um 13:30 Uhr die nächste Lage besprochen, das heißt 13:15 Uhr.